Und damit ein herzliches Willkommen zu meiner neuen Let's Play-Serie. Und zwar, dieses Mal werden wir uns in die Welt von Bioshock Infinite stürzen. Das letzte Let's Play von mir ist schon eine ganz schön lange Zeit her. Um genau zu sein, Januar habe ich das letzte Video hochgeladen. Ich habe selbst gesagt, dass ich wieder wirklich kontinuierlich Videos hochladen möchte. Habe es aber wiederum nicht wirklich geschafft, mich am Riemen zu reißen und. So, hier sind wir wieder in einem brandneuen Let's Play. Our Kingdom kann ich momentan leider nicht weiterspielen, weil es da private Probleme momentan gibt. Und näher möchte ich darauf nicht eingehen, also frag auch bitte nicht danach. Bioshock Infinite, warum spiele ich dieses Mal Bioshock Infinite? Ich wollte eigentlich schon seit längerem Bioshock Infinite spielen. Ich habe ja auch Bioshock 1 und 2 jeweils angefangen. Aber auch wieder darum niemals beendet, weil ich irgendwie beim ersten Teil war es, glaube ich, so, oder beim zweiten Teil, ich bin mir gerade nicht sehr, sehr unsicher, beim zweiten Teil war es, glaube ich, so, dass ich nicht mehr auf meinen Save Point zugreifen konnte und daher die Motivation verloren habe, es komplett neu zu beginnen. Bei Bioshock 1 wiederum habe ich irgendwie komplett die Motivation verloren. Das war, glaube ich, in meiner Tiefzeit gewesen, sogar ich glaube im Jahre 2012. Ja. Wie auch immer, Bioshock Infinite, ein nach meiner Meinung sehr geniales Spiel. Brachiale Story, brachiale Charaktere, einfach nur irre, aber ich denke mal, ihr kennt alle schon dieses Spiel, von daher brauche ich das gar nicht zu erzählen. Schaut es euch einfach selbst an. Ich werde einfach mal eine x-beliebige Taste drücken, wie es da steht, und wir werden ins Menü gelangen, logischerweise. Hauptspiel. Ja, Option brauche ich nicht wirklich. Ich habe schon alles vorher eingestellt. Es müsste alles soweit passen. Dann würde ich mal sagen, wir fangen das Hauptspiel an. Herunterladen. Ja, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das Add-on Let's Playen sollte. Eventuell, wenn ich wirklich so richtig Lust doch mal habe auf Bioshock Infinite, dann werde ich mir auf jeden Fall den Bonus-Content downloaden und euch auch präsentieren, logischerweise. So, ja, weiteres Spiel. Ich habe jetzt vor kurzem zum dritten oder vierten Mal dieses Spiel komplett durchgespielt. Habe aber immer noch nicht wirklich alle Grammophone und Kinoskope. Ich bin mir gerade unsicher, ob dieses Wort überhaupt existiert, aber egal. Jedenfalls, ihr wisst schon, was ich meine. Leider noch nicht alle wirklich gefunden. Daher versuche ich in diesem Run hauptsächlich darauf wirklich zu versuchen, alles Mögliche einzusammeln. Also kann sein, dass ich an einer Stelle etwas länger bleibe oder an einer gewissen Stelle weniger. Das war jetzt wirklich komplett idiotisch von mir ausgedrückt, aber ich hoffe mal, man weiß, was ich damit ausdrücken oder euch vermitteln möchte. Wie auch immer, neues Spiel. Damit wird der letzte automatische Speicherpunkt überschrieben. Möchtest du das wirklich? Ja. Ich würde sogar sagen, wir spielen auf normal, nämlich ich habe auf schwer nicht wirklich die ganz große Lust. Da ich zum einen ja die speziellen Achievements einsammeln möchte und zum einen schwer verdammt nochmal ein Schmerz im Hintern ist. Daher spielen wir auf normal und auf easy würde ich sowieso nicht spielen, auf leicht, das ist mir einfach. Nein, garantiert nicht. Normal ist in Ordnung. Weiter. Und damit beginnt unsere Reise durch Bioshock Infinite. Booker, hast du Angst vor Gott? Nein, aber vor dir. Willst du einfach bloß rumsitzen? Was soll ich sonst tun? Rumstehen? Nicht rumstehen, rudern. Rudern? Hatte ich eigentlich nicht vor. Dann erwartest du also, dass ich alles alleine mache. Was ist das? Nein, aber ich erwarte, dass du alleine ruderst. Und warum bitte? Es war doch deine Idee. Meine Idee? Ich habe klar gesagt, dass ich von dieser Übung nichts halte. Vom Rudern? Nein, das halte ich für eine hervorragende Übung. Was dann? Das gesamte Gedankenexperiment. Entschuldigung, wie lange noch?
Wer ein Experiment startet, weiß, dass es scheitern kann. Aber man startet kein Experiment, wenn man schon weiß, dass man gescheitert ist. Nochmal zum Thema Ruder. Tu's doch einfach. Nicht übel. Sonst kommen wir nie an. Nein, ich meine, ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mir helfen würdest. Frag doch mal ihn. Er hat vermutlich ein stärkeres Interesse, dorthin zu kommen als ich. Das kann schon sein. Hat aber keinen Sinn, ihn zu fragen. Wieso? Weil er nicht rudern wird. Er wird nicht rudern? Nein, er wird nicht rudern. Ah, ich verstehe, was du meinst. Hier wären wir. So, da wären wir auch angekommen, und zwar mitten im Nirgendwo. Das kommt schon noch. Ja. Irgendwann. Vermutlich schon. Vielen Dank, dass ihr mir gerade in meinen Dialog meinen Monolog reingesprochen habt. Vielen, vielen Dank. Wir befinden uns hier mitten im Nirgendwo. Ja, bis auf einen Leuchtturm existiert hier absolut nichts, wie ihr sehen könnt. Und hier einfach mal hier, ja, die Leiter raufsteigen. Und uns an Land begeben. Sollen wir ihm sagen, wann wir wiederkommen? Würde das was ändern? Vielleicht ist ihm dann etwas wohler. Wenigstens darin sind wir uns einig. Hey, wartet hier jemand auf mich? Das hoffe ich doch sehr. Ein ziemlich schrecklicher Ort, um zu stranden. Das kann man... Vielleicht ist ja drinnen jemand. Das kann natürlich auch sein. Das kann man natürlich laut sagen. Dieser Ort ist nicht wirklich... freundlich einem gesinnt. Ihr seht schon, wir sind mitten in einem Sturm. Und hier befindet sich wirklich weit und breit nur dieser Leuchtturm. Und diese zwei Gestalten, die wir gerade beobachtet, beziehungsweise ja, einfach mal mitgelauscht haben. Die bösen Leute. Okay, das war gerade dumm von mir. Die sind im späteren Verlauf des Spiels noch relativ relevant und auch, ja, relevant und wichtig. Und werden auch des Öfteren in diesem Spiel auch auftauchen. Wenn nicht auch unbedingt in dieser Kleidung. Aber ihr seht schon, ich kann nicht zoomen, okay. Das ist natürlich auch interessant. Finde ich hier irgendwas? Ah, ein paar Silver Eagles. Das ist die Währung in Bioshock Infinite. Es gibt hier keine Dollars mehr. Wie in Bioshock 1 und 2. Sondern wir zahlen hier mit echtem Silber. Gibt hier noch irgendwas? Ich bin gerade relativ unsicher. Die Anfang habe ich schon zu Ewigkeit nicht mehr gespielt. Aber auf jeden Fall, hier hinten gab es noch was. Ein paar Münzen. Ja. Und ihr seht schon, wir können uns hier auch ein bisschen Proviant für die spätere Reise besorgen. Sehr gut. Ah, hier befindet sich leider nicht mehr. Aha. David, bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Das ist deine letzte Chance. Oh, das stand da oben. Naja, das habe ich jetzt eigentlich gerade nicht wirklich... Ja, komm. Ja, egal, ich hab's ein bisschen eigenwillig übersetzt, aber... Entschuldigung, ich bin Booker DeWitt. Ich glaube, Sie erwarten mich. Und wir sind Booker DeWitt. Logischerweise, wir schon öfters mal betitelt wurden. Aha. Und hier mitten im Leuchtturm scheint es noch einigermaßen friedlich zu sein. Ah, das sind wir. Viel Glück damit, Kumpel. Ja. Und noch ein paar Igel. Obwohl ich sie nicht wirklich einsammeln muss, nämlich im Nachhinein hat man mehr als genügend Geld. Von daher ist das jetzt nicht wirklich relevant für mich, aber für... Ja, ich lasse ungern Sachen liegen, muss ich sagen. Ich bin da eher perfektionistisch gesehen. Ist jemand da? Hallo? Und wir befinden uns etwa im
20. Jahrhundert. Anfang des 20. Jahrhunderts. So in etwa. Telefon benutzen. Warum nicht? Scheint niemand dran zu sein. In Ordnung, dann würde ich mal sagen... Der Schrank muss daran glauben. War ja gesagt, geöffnet werden. Ein paar Bojen. Auf der Seite gibt es hier wiederum nicht viel zu sehen, außer ein paar, ja, größere Klippen, kann man dazu sagen. Oh. Dann waschen uns mal die Hände. Reinigkeit muss ja sein. Der Song ist vorbei. Gut. Hier kann ich die zweite aufsammeln. Das muss unglaublich frustrierend für euch sein, dass ich hier so Ewigkeiten brauche. Where now land shall I take to? Oh. Na. Lecker. Scheiße. Ich täusche uns nicht. Ja, ich denk mal... Ich kann mich doch Puppen angucken. Das war doch Steuerung eigentlich. Naja, geht momentan glaube ich eher nicht. Ich glaube, der wurde ein bisschen malträtiert. Und hat danach einen Kopfschuss erhalten. Natürlich sehr unschön. Aha, Bier, ne? Sehr lecker. Aus einem wahrscheinlich 50 Jahre alten Fass. Er befindet sich hier aber nicht. Gut, dann gehen wir mal in New Eden. So. Shall I plant her? Ah, meine englische Aussprache ist grottig. Nur mal, um das erwähnt zu haben. Und hier befindet sich ein Fass. Und ein bisschen Gold. Ein bisschen Gold, ein bisschen Geld. Macht eigentlich im Prinzip das Gleiche, aber... Ein kleinen Unterschied gibt es da trotzdem und ja, die Wolkendecke scheint nicht wirklich aufzureißen. Oder gesagt, der Sturm scheint sich nicht wirklich zu verziehen. Vielleicht können wir das ja ändern. Glocke läuten. Natürlich. Moment mal, diese Karte. Ja. Einmal, zweimal und nochmal zweimal. Und das war's. Und was ganz genau. Und irgendetwas scheint uns zu kommunizieren. Die Frage ist wiederum, was genau mit uns kommuniziert. Mir ist natürlich bewusst, wer schon mal ein Let's Play oder es selbst gespielt hat, der weiß natürlich die Antwort. Und es ist auch nicht wirklich schwer zu erraten, was mit uns hier kommuniziert. Daher könntest du auch gleich spoilern, aber das mache ich mal lieber nicht. Aber er scheint auf jeden Fall gewaltig zu sein. Und es scheint hier innerhalb des Leuchtturms etwas zu verändern. Ganz genau. Ein... Okay. Ich soll mich wohl in den schicken Sessel in der Tat. Sehr vertrauenswürdig, würde ich mal sagen. Insbesondere mit diesen Handfesseln. Ah, sehr modern. Ich setze mich einfach mal drauf und lasse mein Glück freien Lauf. Ach, sehr bequem. So, genau das. Mach dich bereit, Pilger. Die Gurte dienen nur der Sicherheit. Was ist denn jetzt los? Das heißt nichts Gutes. Nein, 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 verdammt! Achtung! Der Aufstieg beginnt in 5, in 4, 3, 2, 1. Nein! Aufstieg! Aufstieg! Okay, Booker, ganz ruhig bleiben. 5000 Fuß. 10.000 Fuß. 15.000. Halleluja.
Und ihr müsst wirklich sagen... Was? Danke, Booker. Das ist mal ein genialer Anblick. Grandios, wo ich das zum ersten Mal gesehen habe. Einfach nur grandios. Haben sich wirklich die Entwickler richtig viel Mühe gegeben. Vater Comstock, unser Prophet. Ja, der wird auch eine ziemlich große Rolle in diesem Spiel spielen. Das war natürlich auch sehr genial. In diesem Spiel spielen. Ja. In der Handlung spielen. Why would he send his severe Antos? Wie schon gesagt, mein Englisch ist grausam, daher will ich das lieber nicht lesen. Und weder noch übersetzen. Ich denke mal auch, dass euer Englisch gut genug ist, um diese einfachen Wörter noch wirklich zu übersetzen zu können. Ich bin echt schon eingerostet von dem ganzen Kommentieren und was auch immer noch dazu gehört. Obwohl ich das mittlerweile schon beinahe 3 Jahre mache. And the Prophet, surely, the Prophet, the people. Warum mache ich das eigentlich? Wieso muss ich das lesen? Keine Ahnung. Besonders noch laut lesen, noch schlimmer. Und wir bekommen eine Lebensanzeige. Und christliche Musik ertönt hier. Und wir sind frei. Ja, wir können endlich abhauen. Schnell weg von diesem Ort des Grauens. Nun ja. Finde einen Weg in die Stadt. Für manche ist das vielleicht eventuell wirklich ein Ort des Grauens. Eventuell. Und der Prophet wird das Volk in das neue Eden führen. Naja. Oh, Igor. Vielen Dank. Oh, ist das eine Bibel? The Word of the Prophet. Oh mein Gott. Irgendeine Sekte. Hier ist nichts weiteres. Kann ich da nicht wieder irgendwie da wieder reingehen und zurück? Irgendwie zurückfliegen? Ist das nicht möglich? Schade, habe ich mir schon gedacht. Und das ist anscheinend der Prophet. Ja, er muss ein extrem großes Ego besitzen. Ansonsten will er nicht so eine Statue von sich hier anfertigen lassen. Und hier ist alles durchflutet. Und voller Kerzen. Wie in der Kirche. Ganz toll. Und wir nehmen einfach mal hier alles mit. Und Gott sprach zu Abraham. Er möchte doch nicht. Nein, lass mir das. Oh. Und unser erstes Voxophon. Ich bin leise. Liebe den Propheten, denn er liebt den Sünder. Liebe den Sünder, denn er ist du. Aber gäbe es keinen Sünder, wozu bräuchte man einen Erlöser? Gäbe es keine Sünde? Ich muss zusehen, wie ich hier rauskomme. Aber gäbe es keine Sünde, wofür braucht man dann schon Vergebung? Ganz genau. Was? Entschuldigung, wo bin ich hier? Im Himmel, Freund, oder dem, was wir bis zum jüngsten Tag davon sehen. Solche Fragen behalte ich besser für mich, sonst fliege ich noch auf. Gute Idee, Booker, gute Idee. Findet sich hier irgendwas noch? Ah, hier ist leer natürlich. Unverschämtheit, wenn man die Leute beklauen will, dann haben sie irgendwie nichts mehr. Aha. Pja, einfach mal die Leute hier ein bisschen leichter machen. Ja, $12, nicht gerade das Maß aller Dinge. Kann es aber auch eventuell ausmachen. Jedenfalls im momentan. Verlauf der Handlung. Naja, am Anfang hat man relativ begrenzt Geld. Gegen Ende hat man dafür um einiges zu viel. Wenn man es richtig macht. Wenn man es falsch macht, hat man wieder Geldprobleme. Aber ich bevorzuge dann doch lieber
War nicht irgendwo noch ein Xophon, aber ich glaube nicht. Bin mir gerade unsicher. Wie auch immer. Das ist wahrlich eine Sekte. Und jedes Jahr an diesem Tage erneuern wir unser Bekenntnis zu unserer Stadt und unserem Propheten Vater Comstock. Wir erneuern es durch Opfer und Danksagung und indem wir eintauchen in die süßen Wasser der Taufe. Und seht, hätte der Prophet unsere Feinde bei Wounded Knee vernichtet und das Sodom unter uns nicht verflucht, es wäre genug gewesen. Hätte der Prophet nur das Sodom unter uns verflucht, nicht aber die drei goldenen Geschenke der Gründer angenommen, es wäre genug gewesen. Hätte der Prophet nur die drei goldenen Geschenke der Gründer angenommen und nicht für unsere Erlösung gebetet, es wäre genug gewesen. Hätte der Prophet nur für unsere Erlösung gebetet und uns nicht in dieses neue Eden geführt, es wäre genug gewesen. Hätte der Prophet uns nur in dieses neue Eden geführt und nicht die Vipern des Orients ausgelöscht, es wäre genug gewesen. Hätte der Prophet nur die Vipern des Orients ausgelöscht, aber nicht den Verlust seiner lieben Gattin erlitten, es wäre genug gewesen. Hätte der Prophet nur den Verlust seiner lieben Gattin erlitten, aber nicht die Vox Populi vertrieben, es wäre genug gewesen. Thanks Gott. Er ist endlich... Er hat endlich das Ende seiner Rede erreicht, was mich wirklich erfreut. Ihr seht schon, hier versammeln sich die ganzen Menschen, um zu beten. Dann gehen wir einfach mal einen Tritt in den Kreis. Gerne doch. Ist das ein Neuer aus dem Sodom unter uns? Angekommen in Columbia, um sich reinzuwaschen vor unserem Propheten, unseren Gründern, unserem Herrn. Ich suche nur den Weg in die Stadt. Den Weg in die Stadt? Bruder, der einzige Weg nach Columbia führt über die Wiedergeburt in den süßen Wassern der Taufe. Willst du geläutert werden, Bruder? Entweder das oder umkehren und wieder in die Rakete steigen. Ich bring's hinter mich. Komm und werde geläutert. Halleluja! Ich merk schon, der Kerl hat sie nicht mehr wirklich alle. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Hier, mach. Hey. Ich taufe dich im Namen des Propheten, im Namen der Gründer und im Namen unseres Herrn. Ich weiß nicht, Brüder und Schwestern, aber gereinigt sieht er noch nicht aus. Das ist natürlich äußerst klasse. Ein Scherz muss natürlich auch da sein. Wer ist da? Wer ist da? Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Was wollen Sie? Wir hatten eine Abmachung. Öffnen Sie diese Tür. Sofort. Ich hab doch gesagt, ich mach das nicht. Gehen Sie weg. Mr. DeWitt! Mr. DeWitt! Und wie wir bemerken, wir sind in einer vollkommen anderen Situation. Anscheinend sind wir in Bookers Büro oder ähnlichem, vielleicht auch nur seiner Wohnung. Scheint aber auch wirklich nur eine Arena zu sein, nämlich man kann ja auch nicht aus dem Fenster hinaus schauen. Da würde ich mal sagen, hier kann man auch nicht lang gehen. In Ordnung. Dann werden wir einfach mal den guten Herrn die Tür öffnen. Und anscheinend hat Buka eine Vorstellung von dem Ende New Yorks. Der Garten auf Nueden. Dieser Idiot von Priester sollte sich mal den Unterschied zwischen Taufen und Ertränken klar machen. Das wäre wahrscheinlich... Ich muss mir einen markanten Punkt suchen und rausfinden. Er lässt mich auch wirklich kein einziges Mal ausreden, der gute Buka. Aber das macht nichts weiteres aus. Na. Und ihr seht schon, hier, Benjamin Franklin,
Okay, Jefferson, den kennt man auch noch. Und wer bist du nochmal? Washington. Gut, von der Frisur her hätte man auch erkennen können. Benjamin kann man auch am leichtesten erkennen. Aber ihr seht schon, die haben jeweils immer etwas in Hand. Ja, Washington, du mit deinem Schwert. Ja, Jefferson mit seiner Schriftrolle. Und ja, Benjamin Franklin mit dem Schlüssel. Wie auch immer, was es damit auf sich hat, das werden wir noch im Verlauf der Handlung erfahren. Aber ich mache hier erstmal einen Cut und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Vielen Dank fürs Zusehen, ich hoffe es hat euch gefallen und bis dahin, ciao Leute!